Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, meine Freunde, heute gibt es wieder ein kleines Wettbewerbs-Gameplay. Wir spielen Schiffswerft, 3 Runden am Stück. Die Wartezeit wird wieder weggecuttet. Wir haben unseren Mortar dabei, 2x die Imrival, die Disc Launcher als kleines Backup, sowie unseren ArcTorrent Search, der mittlerweile ja schon beinahe Pflicht ist. Ich würde sagen, let's fets. So, Runde Nummer 1. Wir haben Wax als Gegner. Ja, den Typen kenne ich nicht, gegen den habe ich noch nie gezockt. Wir starten mal rein mit Mortar. Hat sich wohl als ziemlich lukrativ wieder herausgestellt, die Mortar auszupacken. War ja in der jüngsten Vergangenheit nicht so, dass Mortar besonders stark waren. Jetzt, nachdem die Bots gemaxt sind, ist das wieder der Fall. Wir haben direkt 3 Stücke weggeklatscht. Sehr, sehr schön. Ich liebe ja diesen Depth Charge Skin. Wax positioniert sich, so wie es aussieht, hinten in der Base. Ich glaube, der snipert da raus. Das erkennt ja an der Tatsache, dass er sich nicht viel bewegt und eine erhöhte Position hat. Wir schießen unsere nächsten beiden Salven und haben direkt... Oh, was ist das denn? Ach du Hau, da haben wir Glück gehabt. Hab den gar nicht gesehen, okay. Jetzt habe ich aber irgendwie den Faden verloren. Egal, ich quassel dann einfach mal weiter. Okay, wir haben jetzt auf einen geschossen, der recht low war. Ist eigentlich recht sinnfrei. Haben den Kill aber trotzdem noch bekommen. Wir liegen 2 Kills vorne dran. Er scheint also recht gut weg zu snipen. Da hinten sind welche gestunt. Die Gelegenheit müssen wir direkt nutzen. Scheiße, zu spät. Egal, werden wir schon noch erwischen. Einen Kill haben wir hinbekommen. Wir führen um 3 Kills. Irgendwo haben wir Schaden gemacht, aber offensichtlich nicht die Welt. Ja, mittlerweile ist es so, das Game ist relativ EM-Rival-based geworden. Das war es natürlich schon vorher, ist es aber jetzt durch das Upgrade der Bots und der Waffensysteme umso mehr. Die Carbine lässt sich mittlerweile wieder gut spielen, das finde ich sehr schön an dem Update. Und auch die Mortar haben wieder mehr an Bedeutung gewonnen. Zuletzt, habe ich ja schon eben erwähnt, war es ja so, dass die Mortar eigentlich nicht mehr viel Bedeutung auf dem Schlachtfeld hatten. Da waren die Disc Launcher eher wichtig und die EM-Rivals, weil halt die Bots schneller weggeschossen werden konnten. Die waren ja lower. Dadurch, dass die jetzt Max sind, brauchst du halt für einen Bot genauso viel Kampfkraft wie für einen echten Spieler, der gemaxt ist. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass halt wieder andere Waffen mehr Stellenwert haben. Die erste Runde ist übrigens vorbei. Wir haben die gewonnen mit 4 Kills Vorsprung. In der zweiten Runde nehmen wir mal den EM-Rival Dude hier. Ich habe den Namen vergessen. Redeemer, genau. Wumstig. So, wo war ich denn jetzt aber stehen geblieben? Genau, mittlerweile sind halt schwerere Waffen wieder mehr im Kommen. Ach, das habe ich versemmelt. Eben die EM-Rival natürlich noch, klar, gar keine Frage. Aber halt auch wieder die Mortar. Hallo, was sag ich, bin zu blöd zum Treffen gerade oder was? Oh, jetzt steht der noch im Weg. Heieiei. Mann, Mann, Mann. Oh Gott, war das schlecht. Okay, egal. Ich spüre schon, die zweite Runde verlieren wir. Wir sind auch 2 Kills hinten dran, egal. Die dritte holen wir uns das Ganze dann aber wieder. Genau, die Disc Launcher zum Beispiel, wo man ja nie gedacht hätte, dass die irgendwie mal nicht mehr besonders gut einzusetzen wären, sind jetzt nicht mehr so stark wie früher. Auch der Stalker hat sehr, sehr gelitten, was seine Lebenspunkte angeht. Der ist knapp 200.000, 196.000 mit goldenem Piloten. Der ist natürlich relativ schnell weg mittlerweile. Er lohnt sich teilweise schon noch zu spielen. Ich habe ihn je nach Map noch im Hangar, aber er ist halt wirklich kein großartiger Top-Mech mehr, leider Gottes. Musste ich in jüngster Vergangenheit feststellen. Es sind jetzt eben wieder andere Zeiten, eine neue Ära ist angebrochen. Das hatten wir ja damals schon, dass die Carbine nicht mehr spielbar wurde und durch die Disc Launcher abgelöst wurde. Und jetzt geht das Ganze halt eher Richtung Sniper-Waffen. Irgendwann in einem halben Jahr werden wahrscheinlich die M-Rivals kaum noch was taugen und es gibt wieder irgendwas anderes. Irgendwas muss sich Plari mal einfallen lassen, damit sie weiterhin Geld verdienen. So ist das nun mal und das ist vollkommen normal, auch wenn es natürlich jetzt nicht unbedingt die Woge der Begeisterung auslöst. Wir liegen 4 Kills, 3 Kills hinten dran. Ja, mein Gegner macht hier definitiv mehr Kills. Ich weiß gar nicht, ob er selber mehr Kills macht oder ob nur seine Bots wieder... Hätte ich mal auf Wechseln gedrückt. Na, wir haben beide gleich viele Kills, 16, 16. Wir gehen mal auf... Ah, nee, das bringt nichts mehr. Das bringt nichts mehr. Wir sind 7 Kills hinten dran. Das holen wir ja nie mehr auf in ein paar Sekunden. Na, wie gesagt, zweite Runde verloren. Wir gehen aber nochmal mit Redeemer los. Schauen wir mal. Die dritte Runde müssten wir aber hoffentlich besser über die Runden bringen.
darf einfach nicht so oft verschießen. Das ist, wenn ich mich einfach zu sehr darauf konzentriere, was ich rede, dann kommt es speziell bei der M-Rival einfach vor, dass ich verschieße und dann kann es mal sein, dass ich verliere. Egal, was soll's. Konzentrieren wir uns ein bisschen mehr aufs Spiel. Wir liegen einen Kill vorne dran. Wir haben hier auch gerade Glück, denn die Redhawks sind meistens noch mit einem M-Rival 12 einseitigen Schuss wegkillbar, wenn man so möchte. Die haben übrigens auch einen schönen Buff bekommen. Im Verhältnis zuvor, die haben jetzt über 200.000, macht sie aber gar nicht so viel besser, ehrlich gesagt. Aber der Spielspaß ist immer noch gegeben, genau. Der gute Wax chillt immer noch hinten in der Base mit seinem, ich glaube, es war ein Guardian mit zweimal im Rival 16. Kann man natürlich, oh, die sind natürlich böse. Da muss man sich auch immer vor dem Schild in Acht nehmen. Da gibt es übrigens einen kleinen Trick, den man anwenden kann, wenn man das Schild abschießt mit Redeemer. Wenn ihr das Schild abschießt und ihr seid in der Nähe der Effektreichweite, denn ihr wisst ja, wenn ihr das Schild eines Bastions wegschießt, dann werdet ihr gestunt und erleidet Schaden. Wenn ihr euren Schuss löst und gleichzeitig den Effekt eures Redeemers einsetzt, zerschießt ihr den Schild und entkommt dem Schaden und dem Stun. Das ist ein kleiner Trick, den ich euch mit auf den Weg geben kann. Gut, wir gehen jetzt rein mit unseren Disc Launchern. Wir liegen einen Kill hinten. Krass, wie gut sich der Dude hier hält. Jetzt liegen wir zwei Kills vorne. Er versucht hier jetzt mittlerweile recht verzweifelt, uns aus dem Weg zu räumen. Der sieht seine Fälle wohl davon schwimmen. Er hat den Ausgleich geholt. Aber ich denke, wir sollten das Ganze... Ah, es wird eine knappe Geschichte, aber ich denke, wir holen uns den Pokal, wenn man so möchte. Okay, den habe ich nicht bekommen. Schade, Marmelade. 5, 4, wir sind 2 Kills vorne dran. Kriegen wir noch was? Nee, kriegen wir nicht mehr. Egal, wir haben mit 3 Kills Vorsprung die dritte Runde für uns entscheiden können. First MVP ist Wax mit seinem Guardian. Wir sind Second und Third MVP mit jeweils 11 Kills. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr als 24 Kills haben wir. Das ist doch ganz gut gelaufen, würde ich sagen. Sehr schöne Runde. GG an Wax. So, Runde Nummer 2. Wer ist das denn? Habe ich ja noch nie gesehen. Okay, kenne ich auch nicht. Lauter neue Spiele hier. ZC33 irgendwas. Ich nenne ihn einfach mal Z. Wir gehen wieder los mit unserem Redeemer. Starten diesmal nicht mit Mortar. Mal gucken, was der Kollege kann. Kill Nummer 1 geht an uns, so wie der First Kill. Da hinten sind die Onyx. Die Onyx sind meiner Meinung nach die neuen C4s, wenn man so möchte. Nicht, weil sie einen stunnen, sondern weil ihre Reaktionsgeschwindigkeit dermaßen übel ist. Also wirklich, du kommst ums Eck und bist sofort tot. Die gehen mir richtig auf den Sack, die Bots. Deswegen, wenn ich einen Onyx sehe, gehe ich erstmal in Deckung, weil die Reaktion hat einfach kein Mensch, was dieser Bot hat. Das ist so unfassbar. Dagegen reagieren die anderen Bots meiner Meinung nach gar nicht so schnell, obwohl das wahrscheinlich nur Einbildung ist, aber trotzdem. So, wir sind direkt 2 Kills in Führung gegangen. Der gute Set macht genau das gleiche wie der Wax in der letzten Runde. Er campt aus hinten in seiner Base. Ich vermute einfach mal ins Blaue hinaus, dass er einen Panther spielen würde, weil das ist eigentlich eher gang und gäbe. Den Guardian sieht man eigentlich eher im FFA. So, wir sind 2 Kills vorne dran. Es läuft eigentlich relativ gut. Die Gegner laufen einem gut vor die Linse. Wir müssen uns gar nicht allzu viel bewegen. Ich bin allerdings gar nicht mehr so prächtig beieinander. Ich habe noch knapp 100.000 Lebenspunkte. Wumstig, da haben wir uns direkt nochmal einen Search weggeholt. Die übrigens gar nicht mehr so bedrohlich sind, wie ich finde. Da finde ich die Onyx viel, viel schlimmer. Aber könnt ihr mal in die Comments schreiben, wie ihr das findet. 3 Kills vorne dran. Da hinten kommt was Angenehmes. Ein Redhawk, die finde ich gar nicht so schlimm mit ihrem Graviton Beam. Vor allen Dingen, weil die halt recht schnell weg sind. Einseitiger Schuss reicht normalerweise. Manchmal mache ich auch einfach einen doppelseitigen, um sicher zu gehen. Auch wenn hier die andere Seite in die Rampe gegangen ist. Egal. Gut, da haben wir wieder einen Onyx. Zack, den haben wir low bekommen. Ein Kill Vorsprung ist noch eine relativ knappe Geschichte, könnte er noch reißen. Oh, den habe ich versemmelt, sowas ist in den letzten Sekunden ganz, 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 ganz schlecht. Zack, und den hat man mir weggesnackt, egal, zack, oh, Halleluja, kriege ich den Onyx vielleicht noch, das wäre nett, super, den Onyx haben wir noch bekommen. Oh, und erste Runde mit 2 Kills Vorsprung ist an uns gegangen. So, in der zweiten Runde gehen wir jetzt mal los mit den Mortar. Wichtig ist auch immer eine unvorhersehbare Spielweise in den Takt zu legen. Deswegen wechsle ich doch mittlerweile wieder ab und zu gerne zwischen den Runden die Bots, mit denen ich einsteige, damit mein Gegner sich möglichst schlecht darauf einstellen kann. Wir haben wieder First Blood, einen zweiten haben wir richtig, richtig low gehauen. Da hinten ist Zed, auf den schießen wir aber nicht, weil den erwischen wir da unten drin sowieso nicht. Da hinten steht ein guter Pulk zusammen. Mal gucken, unser Boost ist an und wumstig, wir haben 2 Stück weggeholt.
Das ist schon eine relativ gute Marge, sage ich mal, wenn die alle maxed sind. So, 5-1, wir sind mit 4 Kills in Führung gegangen. 6 Kills in Führung, 7 Kills in Führung. Wir haben erst einen Kill auf der Gegnerseite. Das sieht nicht gut für die Freunde in Rot aus. Boost wieder an und die nächste Salve. Ja, da werde ich mir den Kommentar wieder anhören dürfen. Mortarspieler, Camper. Es ist mir so egal. Gut. Oh, habe ich schon mal gesagt, dass der Depth Charge echt geil aussieht? Ja, ich glaube in der letzten Runde. Egal. Ja, wir sind jetzt mit 6 Kills in Führung gegangen. Die stehen da hinten wirklich mega, mega super. Die haben ja, ich glaube, die sind noch gar nicht. Doch, die sind. Ist auf jeden Fall mega nice. Die stehen hier schön im Pulk. Die kann man hier gut wegpfeffern. Oh, wow, da hinten war ein Onyx. Gott sei Dank hat der seinen Schuss versemmelt. Ich glaube nämlich, dass der an mich gerichtet war. So, mit dem zweiten Schuss haben wir noch ein bisschen Schaden angerichtet. Den Rest sollten die Bots erledigen. Kleiner Tipp, ein Tipp, den ich auch schon früher mal gegeben habe, als die Bots noch nicht next waren, speziell wenn ihr gegen einen sehr starken Gegner spielt, schießt die Bots nur an. Wenn ihr zum Beispiel einen Bot mit der AM-Rival trifft und der ist low, nutzt euren zweiten Schuss nicht, um den Bot zu killen, sondern schießt auf einen anderen Bot. Denn wenn der Bot low ist, er macht Panic Play, er denkt, er kann hier noch was rausreißen, gut, Runde 2 haben wir gewonnen. Zu dem Tipp komme ich in der dritten Runde nochmal, weil ich das ja wegcutten werde. Er ist First MVP mit 16 Kills und ja, wie gesagt, Panther mit einem grauen Skin. Ich wieder mit 11 und 11 Kills. Third und Second MVP 22 Kills. Gute Runde. GG an den guten Set. So, Runde Nummer 3. Wir spielen gegen Whale Roma Ram. Den Spieler kenne ich, der ist nicht zu unterschätzen. Von 10 Spielen gewinnt er in etwa 3 gegen mich und das tun nicht sehr... Okay, das klingt wahnsinnig arrogant. Ich spare mir den Kommentar auf jeden Fall. Gewinnt er ab und zu gegen mich? Oh, da kommen schon die Mumpeln geflogen. Nein, 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 geh aus dem Weg. Nein, nein, nein. Ah! Okay, egal. Scheiße. Okay, jedenfalls gewinnt er schon das ein oder andere Mal gegen mich. Meine anderen Clanmates, Pollack und so, die haben eigentlich gar kein Problem mit dem. Aber bei mir ist es so, also ich habe jetzt auch kein großes Problem mit ihm, aber ab und zu hat er schon mal seine Momente, wo er mich dann doch klein kriegt. Und deswegen nehme ich ihn als Gegner natürlich auch sehr ernst. Das tue ich generell, egal wer kommt. Man sollte seine Gegner niemals unterschätzen. Er macht es auch ganz schlau. Er steht zum einen... steht er mit seinem Mortar halt auch im Brickhaus tatsächlich, er steht, wie hat er mich denn da noch erwischen können, ich war doch schon längst aus dem Radius draußen, er steht genauso, seht ihr das, er steht in der Mitte, bewegt sich kaum und steht aber auch so, dass man ihn quasi von der Flanke nicht wirklich erwischen kann, wegen den zwei Säulen links und rechts, wir liegen einen Kill hinten dran. Ja, jetzt wollte ich euch ja gerade aber noch einen Tipp geben. Und zwar, wenn ihr gegen einen Gegner spielt, den ihr normalerweise nicht besonders gut klein kriegt, dann versucht es über eure Bots. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel mit eurer AM-Rival auf einen Gegner schießt und der stirbt nicht sofort, sondern ist nur low, dann verschwendet euren zweiten AM-Rival-Schuss nicht damit, den Gegner noch wegzukriegen, um den Kill zu bekommen, sondern verzichtet auf den Kill und lasst den schwachen Bot weiterlaufen. Eure Bots kümmern sich dann um den Rest, währenddessen ihr mit den nachgeladenen Schüssen anderen Bots ein bisschen Liebe schenken könnt, wenn ihr versteht, was ich meine. Dadurch generiert ihr zwar selber weniger Kills für euren Score, insgesamt allerdings mehr und der Gegner kommt nicht mehr hinterher. So könnt ihr die Runde gewinnen, obwohl ihr persönlich vermutlich weniger Kills haben werdet als der gegnerische Spieler. Ist eine Möglichkeit, wie man einen Stärkenunterschied im Skill ausgleichen kann. Ist so ein kleiner Taktiktipp. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Ich selber hätte es vermutlich nicht verstanden. Und da haben wir die erste Runde auch schon verloren mit einem Kill hinten dran. Das müssen wir ändern. Wir gehen jetzt auch nochmal direkt rein mit unserem Brick. Meine Güte, ey. Ich werde hier aber auch geblockt. Mit unserem Brickhaus. So, stellen uns hier unten rein und da werden auch gleich die ersten Mumpeln kommen. Jawohl, aber man kann hier schön ausweichen. Hoppla. So, gucken wir mal. Rodeo Clown ist gestunt, der dürfte gleich weg sein. Hoffe ich zumindest. Er ist ein Kill vorne dran. Ich werde natürlich auch hier jetzt so ein bisschen hinten stehen bleiben, um nicht gesehen zu werden. Das rote Auge ist weg, das heißt, ich dürfte theoretisch nicht anvisiert werden können. Außer natürlich irgendwelche meiner... verbündeten Bots werden angeschossen. Oh mein Gott, das ist jetzt doof. Ich bekomme hier nämlich Besuch. Seht ihr das? Oh, jetzt kommen die Mumpeln geflogen. Ich bin low. Ich bin richtig, richtig low. Ich habe ihn weg. Und den nächsten habe ich auch weg. Wir führen mit einem Kill.
Ist immer so eine Sache, er kann jetzt hinten schön ruhig stehen bleiben, liegt daran, dass meine Bots nicht so sehr in seine Base rushen, wie seine Bots in meine Base rushen. Also ich bekomme hier immer eher Besuch als er, habe ich das Gefühl. Deswegen muss ich mal ein bisschen auf Abstand bleiben und weglaufen, aber dann sieht er mich und kann auf mich schießen. Das ist echt ungünstig momentan. Da ist schon der Nächste, der wieder gefährlich nahe kommt. Und hier tänzeln auch meine eigenen Bots durch die Gegend zu nah an mir dran. Zum Beispiel der Brickhorse, wenn er den jetzt trifft. Na, das könnte ich... Ja, er hat ihn getroffen, aber ich habe es überlebt. Gut, schauen wir mal. Oh, nee. Wetten, der schießt jetzt auf den Bastion. Ja, genau, er schießt auf den Bastion. Und das überlebe ich nicht. Gut, wir gehen auch direkt auf den Redeemer. Wir sind 3 Kills hinten dran. 3 Kills hinten dran. Jetzt schauen wir mal. Habt ihr das übrigens gesehen? Das ist der Trick, den ich vorher meinte. Ich habe auf den Bastion geschossen, auf sein Schild und habe gleichzeitig meinen Effekt eingesetzt. So bin ich aus seinem Stun- und Schadensbereich entflohen und habe trotzdem sein Schild weggeschossen. Das ist eine gute Sache, die kann man allerdings natürlich nur mit Redeemer machen. So, Wummstich, Gleichstand, komm schon. Jawohl, wir haben eine Nachspielzeit von 30 Sekunden, aber wirklich ganz, ganz knapp nur, der hätte fast schon wieder gewonnen. So, Wummstich, und weg ist ein Brickhorse. Wir sind eine... Okay, das war irgendwie klar. Aber hätte der mich nicht geholt, hätte der Search getan. Egal, gönne ich dir, Bruder. So, wir gehen rein mit unserem Search. Und. 3, 2, komm schon, irgendein Bot noch. 1. Gleichstand. Okay, jetzt kann es für mich bestenfalls noch ein Unentschieden werden. Wenn er allerdings wieder gewinnt, dann heißt es für mich verloren. Das heißt, ein Lose werde ich so oder so drin stehen haben. Egal, wir geben wie immer unser Bestes. Boost an. Und ich bin tot. Schon sad. Ich glaube, der ist der bessere Mortar-Spieler. Egal. Gut, wir machen mal weiter. Wir haben wieder 1 Kill, sind aber wieder 3 Kills hinten dran. Schade, Marmelade, hinten kommen Bastion. Bastionen sind auch echt übel, ne? Also speziell der Bastion mit Arc-Torrents ist halt im FFA richtig krass. Den kriegst du einfach nicht kaputt, weil du ja wieder Leben kriegst durch jeden Kill, den du machst. Also abartig, was ich mit Bastionen für Killstreaks hab. Das ist ohne zu sterben, also teilweise eine komplette Runde mitten im Feld, nicht mal versteckt oder am Campen oder so, einfach am Durchhasseln. So, eieiei, 5-8, ach, das ist schon wieder nix. Zack, den nochmal auch weg. Jetzt bin ich hier gestunt, aber ich werde meinen Effekt nicht einsetzen, da ich hier in Sicherheit bin, so halbwegs. Okay, wir sind 2 Kills hinten dran, 1 Kill hinten dran. Noch 45 Sekunden, das wird eine knappe Geschichte. Oh Mann, ey. Ja, okay, dann hat jetzt mein Teammate gesnackt. Okay, dass jetzt ein Paradox kommen, ist gut, die kriegt man etwas leichter vom Feld. Er hat trotzdem immer noch die Führung, er hat 2 Kills Vorsprung. Oh nee, das auch noch, egal. Erwischt er mich dann noch? Kommt, nein! Oh! Nee, das kriegen wir wieder nicht hin. Wir haben 20, wir können es theoretisch noch drehen, aber unwahrscheinlich. Wenn er mit seiner nächsten Salve nicht daneben schießt, dann war's das für uns. Nee, das wird ein kläglicher Lose werden, denke ich mal. Aber ich denke, ich habe mich doch ganz gut geschlagen gegen den guten Romaram. Ja, die Runde ist auch seine. Das heißt, eine Niederlage heute. Ja, das ist aber traurig. Er ist First MVP mit 26 Kills auf seinem Mortar. Ich habe 16 als Second MVP mit meinem Redeemer. Insgesamt habe ich 29 Kills. Ich bin gespannt, was er hat. Ich sage hier schon mal GG. Und er hat hier 26 Kills, also 3 weniger als ich. Ja, meine Freunde, das waren 3 starke und interessante Runden. 2 Wins konnten wir für uns sichern, einen Lose haben wir bekommen. Über den Lose möchte ich noch einmal kurz sprechen. Ich habe euch ja eben einen kleinen Tipp gegeben im Rahmen dieser Gameplays. Und zwar habe ich euch ja gesagt, dass ihr ab und zu mal, wenn ihr einen Gegner nicht sofort killt, den Gegner low weiterlaufen lassen sollt, damit eure Bots den dann relativ simpel killen und ihr somit einen höheren Gesamtschadensoutput und somit auch mehr Kills generieren könnt, um über eure eigenen Bots sozusagen am Ende den Sieg für euch einzufahren. Und genau das ist das, was Romaram hier gemacht hat.
Wenn man mal die Einzelleistung vergleicht, so habe ich zum Beispiel 3 Kills mehr als er. Er hat 26 Kills gemacht, ich habe 29 Kills gemacht. Wenn man sich dann aber mal die Bots anguckt, ihr könnt auch gerne nochmal zurückspulen nach meiner Abschlussrede und euch das Endergebnis angucken, dann seht ihr, dass sein Zweitplatzierter aber 12 Kills gemacht hat, meiner aber nur 6. Sein Drittplatzierter 10 Kills und bei mir habe ich es vergessen, aber es waren auch wenig, ich glaube 8 oder so. Ihr seht also, dadurch, dass Romaram hier mit seinem Mortar natürlich einen größeren Flächenschaden auch gemacht hat und sich danach, im Gegensatz zu mir, nicht auf den beschädigten Bot erneut konzentriert hat, konnte er über seine Bots einen höheren Schadensoutput und somit mehr Kills generieren und konnte deshalb diesen Win für sich einfahren. Das ist eine sehr, sehr intelligente Taktik und ich muss sagen, Props gehen raus an Romaram, wirklich saustark gespielt, auch an die anderen beiden Spieler, gegen die ich gezockt habe, auch wenn sie meine Sprache vermutlich nicht verstehen. Trotzdem, GG, war wirklich eine saugute Runde, freue mich auf weitere Treffen und Romaram, falls du es verstehen solltest, das nächste Mal nehme ich dich von hinten, du Sack.